Weihnachten, Weihnachtsgeschenk, ja, das steht vor der Tür. Hallihallo, ich bin der Blumenmann und ja, ich habe gedacht, Winter-Weihnachtsgeschenk-Deko-Idee für das ganze Jahr, aber doch ein wenig winterlich, doch ein wenig weihnachtlich. Das will ich dir heute zeigen mit einer Lichterkette, mit verschiedenen Naturmaterialien in Weiß, mit einem schönen Stern, nicht mit einer Weihnachtskugel, sondern mit einer schönen Schnecke, mit einem Engelflügel auf Draht, mit schönem silbrigen Eukalyptus, mit zwei gewachsenen Tannenzapfen und mit Wickeldraht. Also, let's go, Blumenmann. Wir wollen eine Winter-Weihnachts-Deko, eine Laterne dekorieren, aber nicht nur für Weihnachten, aber trotzdem ist ein Weihnachtsgeschenk. Und ja, wir wollen das zusammen machen, ein Geschenk auf der Schnelle noch kreieren und dadurch legen wir doch mal richtig gehend schnell los. Machen wir da ein Nest. Wenn du den Blumenmann schon lange folgst, dann weißt du, so ein Nest kannst du aus wunderbarem Wickeldraht auf die Schnelle machen. Und du hast, ich denke, fast alles Material, was ich dir da hier erklärt habe, in deinem Fundus. Lichterkette hast du sicherlich noch. Du hast sicher auch noch irgendwo ein Engelflügel. Du hast sicher irgendwo auch noch Tannenzapfen. Eine Schnecke hast du sicher auch noch irgendwo. Einen Stern sowieso. Und ja, vielleicht hast du den Ruskus nicht, vielleicht hast du die Filika nicht, vielleicht hast du den Eukalyptus nicht, aber du kannst mit all den Materialien irgendwie deine Laterne wunderschön dekorieren. Und warum machen wir da ein Nest aus Draht? Darum, weil, wenn wir für das Weihnachtsgeschenk hier einfach alles reinschmeißen, ist das nicht so praktisch. Und darum können wir da dieses Nest schön reinmachen. Und wenn wir dann vielleicht mal etwas ändern wollen bei der Muschel, dann können, bei der Laterne, können wir das Nest nur rausnehmen, in den Keller oder auf den Estrich legen und nächstes Jahr wieder nach vorne nehmen. Aber wirklich extra machen wir für dieses Weihnachtsgeschenk in der Laterne alles mit Materialien, die wir, ich sag mal, wirklich den ganzen Winter aufgestellt lassen können. Also, machen wir da mal unten ringsum mit dem wilden Asparagus und mit dem Ruskus ein wenig den Unterbau. Dieser Unterbau, den kannst du natürlich so formen, wie es dir passt. Ob du den jetzt mit Ruskus machst oder mit sonstigen Materialien, das ist egal. Hauptsache ist, du brauchst die Materialien, die du für dein Weihnachtsgeschenk zur Verfügung hast. Dasselbe, das finde ich, kannst du auch das ganze Jahr aufgestellt lassen, besonders weil diese Laterne auch einen leichten silbergrauen, matten Farbton hat. Kannst du alles so richtig praktisch mal ins Körbchen reinlegen. Dann nehmen wir als nächstes mal die Filika. Kannst du da auch wunderbar so ins Nestchen reinlegen. Und wenn du jetzt sagst, ah, eigentlich brauche ich ja gar keine Geschenke mehr, aber so ein Korb, den kannst du auch wunderbar auf deine Tischdeko, also für deine Tischdeko brauchen, an Weihnachten einfach leicht adaptieren, die Größe anpassen und schwuppdiwupps hast du deine Winter-Weihnachtstischdeko auch schon fertig. So. Lichterkette.
wieder ein wenig entschlacken. Aber auch das kriegen wir hin. Bei dieser coolen Lichterkette ist es so, dass sie timerbar ist. Also ich kann die in verschiedene Modus schalten. Einmal entweder Dauerbetrieb. Ich kann den Betrieb auf 6 Stunden leuchtend, 18 Stunden schwarz einstellen. Also ich habe da wirklich coole Optionen, wie wir diese Lichterkette auch in Betrieb haben können. Die Drähte, die ich da unten rausstoße, die stopfe ich natürlich wieder oben rein, so dass ich sicher bin, dass da schön alles auch gut hält, auch wenn mal ein kleiner Sturm kommt und die Laterne ein wenig durchgeschüttelt wird, sollte da absolut nichts passieren anschließend. Die Kanüle, die wir da für die Lichterkette brauchen, die können wir da leicht abdecken, aber natürlich ist da auch dieser wunderschöne Stern sehr, sehr praktisch. Dieser Stern legen wir auch über die Kanüle drüber, so dass wir da auf der sicheren Seite sind, dass da nichts passiert. Dann haben wir ja da diesen wunderschönen Engelflügel. Da hat es noch so einen Henkel dran, den schneiden wir mal da weg. Auch hier wieder den Draht reinmachen, unten rausgucken lassen. Dann mal das Ganze anschauen. Habe ich da noch irgendwo eine große Lücke, wo wir noch etwas reinmachen können oder sollten? Ich denke mal, es sollte eigentlich so gut funktionieren. Dann nehmen wir mal die Lichterkette. Die wirkt jetzt natürlich beim Kreieren für dieses Weihnachtsgeschenk, für diese Lampe, weihnachtlich, winterlich und trotzdem elegant und schön, nicht so gut, weil das Licht natürlich alles ein wenig dominiert. Die langen Asparagen, die können wir da ein wenig wegdrücken dann, auch ins Drahtgeflecht reinarbeiten. Nehmen wir mal diese wunderschöne Kreation. Ja, sie erleuchtet uns Winter-, Weihnachts-, Jahresdeko in einer Laterne mit einer tollen Lichterkette zum Selbermachen. Das habe ich dir gezeigt und ich finde, dieses Weiß ist total heiß. Und wenn es dir gefallen hat, dich inspiriert hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Und wenn du sagst, das ist jetzt wirklich nicht wirklich toll, auch fürs ganze Jahr nicht, dann lass unten einen Kommentar da, warum du das nicht toll findest. Ja, das war meine Idee für dich. Wenn sie gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann sag ich einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal wieder.